Maurer Automobile in Mühldorf. Ihr regionaler Gebrauchtwagenhandel. Fahrzeugankauf mit sofortiger Zahlung. TÜV-geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie. Profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung. 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at. Zustellexpress. Wir bringen es zu jeder Zeit. Mega Fete in Waldkraiburg. 2 Jahre gab es ihn nicht, den Waldkraiburger Faschingsumzug. Doch heute, am Samstag, den 18. Februar 2023, war es wieder soweit und es ging richtig ab. Und wir waren für Sie mittendrin. Ist ja heute wieder absolut im Faschingsfieber. Wie groß ist denn die Freude, dass der Faschingsumzug heute endlich wieder stattfinden kann? Ja, die Freude ist natürlich riesig. Das Wetter passt hervorragend. Die Stimmung auf dem Festplatz hier ist schon hervorragend. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie viele Menschen jetzt in den Straßen stehen und uns dann am Ende natürlich zujubeln. Was ist denn das Besondere am Waldkraiburger Fasching? Ja, das Besondere ist, dass immer wieder das Wetter schön ist, dass die Stimmung ausgelassen ist, dass die Menschen freundlich sind, feiern wollen. Am Sattow-Wildplatz nachher, im Anschluss, da wenn die Buden alle bestückt sind, da ist die Stimmung hoch 3 und da freuen wir uns natürlich alle besonders drauf. Und was das Besondere ist, haben Sie gefragt, die Wegen, die hier fahren in Waldkraiburg, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Von ganz klein, von Fußwegen, von Leiterwagen bis hin zu ganz großen Anhängern, wo wir gespannt sind jetzt auf die einzelnen Motten, die da natürlich dargestellt werden. Und wie lange gibt es denn in Waldkraiburg den Faschingsumzug schon? Kann man da schon von Tradition sprechen? Das ist auf jeden Fall eine Tradition, also schon über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, muss man schon sagen. Und Sie sind ja heute auch verkleidet, dürfen wahrscheinlich auch auf einem Wagen mitfahren. Wo fahren Sie denn mit und was ist Ihr Motto? Natürlich, wir haben unseren Leuchtturm dabei. Ich fahre bei der UWG mit, als UWG-Bürgermeister. Und wir trotzen der stürmischen See bei allen Krisen, allen Herausforderungen, die uns entgegenwehen. Passt wahrscheinlich heute beim Wind auch ganz gut, oder? Absolut. Eine stürmische See, ein stürmisches Wetter bei strahlend blauem Himmel. Mein Name ist Charlie Seilinger. Ich bin der Präsident seit 11 Jahren von der Faschingskirche Waldburger und mache jetzt den, ja, durch 2 Jahre Corona dann den 9. Zug als Verantwortlicher. Wie aufwendig ist es denn, so einen Faschingsumzug hier in Waldkraiburg zu organisieren? Es sind 2,5 Monate sehr strenge Arbeit dran. Mit Zug aufstellen, mit den ganzen Sicherheitsvorschriften. Man, es ist ja nicht so einfach, Glasverbot durchzuziehen. Man, es wird ja alles teurer. Wir haben jetzt mittlerweile 18 Leute Security bestellt. Wir sind gespannt nach 2 Jahren Corona, was jetzt vorne am Platz alles abgeht. Weil ein bisschen Angst habe ich schon, dass die Feiern, die Leute so auf Feierwahllaune sind, dass sie uns überrennen überall. Und wie viele Wägen sind denn dabei und welche Mottos? Also Mottos ist sehr viel Klima, Kleber und also sehr viel umweltmäßig. Hubschrauber habe ich gesehen, also ich bin ja ab und zu einmal durchgegangen jetzt. Also es ist interessant, wie viel Mühe sich die Leute geben, die Wege zu bauen. Sehr toll. Es sind ungefähr 65 Teilnehmer, davon sind 7 Fußgruppen. Es sind 2500 Aktive, die was hier dabei sind. Wir haben ungefähr 1 Tonne Wurfmaterial besorgt und 1500 Bälle für unsere Gäste. Geboten. Und was ist denn für Sie persönlich das Besondere am Waldkraiburger Fasching? Gute Frage. Waldkraiburger sind schon ein tolles Faschingsvolk, muss man sagen. Ich habe das eigentlich am Anfang, wo ich angefangen habe, 2019 nicht so erwartet, aber Waldkraiburg ist ein brutales Faschingsvolk und die feiern brutal gern. Ich finde es toll. Für mich ist der heutige Tag ein bisschen anstrengend, weil ich die alleinige Verantwortung habe, aber das kriegen wir hin. Ihr seid ja heuer das Waldkraiburger Prinzenpaar. Können Sie euch bitte mal ganz kurz vorstellen? Ich bin Prinzessin Michelle, bürgerlich Michelle Hapfelmeier und darf heuer den Fasching 2022-2023 regieren. Ich bin Prinz Armin, der Erste mit Nachnamen Gülter Kinolo und auch in Waldkraiburg Faschingsprinz. Der Fasching geht ja jetzt beinahe schon fast zu Ende. Wie groß ist denn eure Motivation, halt noch hier beim Waldkraiburger Faschingsumzug dabei zu sein? Sehr schön. Also ich bin super motiviert, das Wetter spielt mit, alle haben eine gute Stimmung und ich freue mich jetzt sehr auf den Umzug. Ich freue mich auch sehr, beziehungsweise am meisten sogar auf den Tag heute. Was war dann für euch das Beste bisher im Waldkraiburger Fasching 2023?
Also das Beste bisher war für mich der Intro-Ball und unsere Vorstellung. Genau, und ich hoffe, dass heute auch nochmal ein Highlight wird. Kann ich ja auch nur zustimmen und der Umzug wird wahrscheinlich. Und wie sehr freut es euch jetzt, oder halt bejubelt zu werden, da durch die Straßen von Walgreiburg zu fahren und ja, einfach den Faschingsumzug nochmal mit zu genießen? Also ich freue mich sehr, das ist ja nochmal eine Zustimmung, dass der Fasching dieses Jahr heuer echt schön war. Und ich freue mich einfach, den dann gemeinsam mit allen jetzt langsam abschließen zu dürfen. Genau, ich freue mich auch. Party pur hier in Walgreiburg, alles außer Rand und Band. Doch wir klinken uns jetzt an der Stelle aus und fahren auch gleich weiter zum nächsten Faschings-Highlight. Dazu später mehr. Maurer Automobile in Mühldorf. Ihr regionaler Gebrauchtwagenhandel. Fahrzeugankauf mit sofortiger Zahlung. TÜV-geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie.